ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal kein Schleichvideo. Und zwar gibt es heute ein Tourenvideo auf meiner AirTrack. Und zwar ist das das gewünschte Bogengang-Tutorial von Reithof Rosenberg, Hashtag Love. Hier blende ich euch mal den Kommentar ein. Und ja, dann würde ich sagen, let's go. Der erste Schritt, logischerweise das Aufwärmen, weil das darf nie fehlen, weil sonst kann man sich was brechen oder verzehren. Und ich zeige euch jetzt, wie ich mich jetzt aufwärme. Und ja, dann viel Spaß dabei. Sichere Brücke beherrschen. Die sollte dann ungefähr so aussehen. Hierbei könnt ihr auch versuchen, die Beine hochzustrecken. Das ist auch eine Vorübung. Wenn ihr eine Brücke gut beherrscht, dann könnt ihr auch eine Brücke aus dem Stand versuchen. Bei mir sieht das jetzt so aus. Ich weiß es noch nicht perfekt, aber Übung macht den Meister. Und dann zeige ich das euch mal, wie das. Und dafür gehe ich erstmal in die Grätsche und lasse mich dann nach hinten fallen. Aber wenn ihr es langsamer angehen wollt, könnt ihr auch einmal sozusagen den Himmel abtatschen. Also, dass ihr sozusagen geht. Und bei mir hat es auch nicht beim ersten Mal geklappt, weil Übung macht den Meister. Und bestimmt schafft ihr das auch bald. Aber natürlich tun dann die Hände noch weh. Und dann zeige ich euch danach noch, was ich dagegen mache, und dann vergehen die Schmerzen auch wieder. Da drehe ich die einmal so oder mache sie halt so nach hinten und ringe sie halt aus, schüttel sie, bis das dann wieder vergeht. Und ja, oder ihr könnt auch eine Pause machen, falls es euch richtig weh tut. Und ja. Und zwar braucht ihr für die nächste Vorübung ein Kissen. Braucht ihr, um euch rüber zu schlagen. Vielleicht auch nicht, wenn ich ohne könnt. Aber mir hat das ziemlich geholfen. Leute, hier rutscht das total weg. Aber bestimmt habt ihr ein besseres Kissen, das nicht wegrutscht. Vielleicht auch sogar eine Turnmatte, weil das klappt besser. Und deshalb zeige ich euch, dass jetzt ein Trampolin, beim Trampolin hält es komischerweise. Und ja, dann let's go. Ich habe dann das Kissen an den Wand geschoben, habe mich dann hochgedrückt in die Brücke, erstmal Haare noch weg, macht am besten einen Zopf und dann hoch und dann rüber geschlagen. Leute, verpasst nicht die Fails am Ende. Diese Mal Hammer. Und zwar mache ich jetzt einen Bogengang, nicht aus dem Stand, sondern einfach aus der Brücke, und das sieht dann so aus. Hoch in die Brücke und rüber schlagen. Genau. Vom Stand aus und schlagt euch dann rüber mit den Beinen, wie wir es vorher schon gemacht haben. Hierbei könnt ihr auch das Bein, mit dem ihr rüberschlagt, nach vorne machen, in die Grätsche und runter und dann wieder hoch und rüberschlagen. Genau. Bis es bei euch immer flüssiger wird. Und übrigens, ich bin keine Profiturnerin. Ich mache das auch alles nur aus Spaß und habe es mir auch selber gelernt.
Und also ich hafte nicht für Verletzungen, wenn ihr euch verletzt. Aber ich wollte euch das einfach zeigen, wie ich es gelernt habe. Und ich hoffe, ihr schafft es auch bald. Und ihr könnt das immer üben, üben, üben. Meins ist auch noch nicht perfekt, also kann es immer weiter üben. Und ja, genau. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Nein, da kommst du nicht um mich, da kommst du nicht.